So, heute beim vierten Tag des Herrn, 4.5.2021, den man The Force Day nennt, der Tag der Star Wars Fans. So, ich unterbreche natürlich immer sofort, wenn ein Kunde reinkommt. Jetzt gerade war ein Schüler, der seine Sachen hat ausgedruckt, deswegen habe ich gelöscht. So, wir haben wie gesagt Star Wars Day, aber hier in der Hochburg wird das nicht so. Ich habe ja viele Fans, die Star Wars mögen und ihre eigenen Sachen machen. Bedingt durch Corona ist ja alles ein bisschen ruhig. Also keiner ist auf irgendeiner Festivalgeschichte, wenn überhaupt, sind welche engagiert, um für Corona zu werben, für die Impfung zu werben. Ich meine, ich finde das schon hochgradig interessant, dass man solche Charaktere nimmt, dass die Menschen animieren sollen. Die sollen also Menschen animieren, die zur Impfung gehen. So, ich bin hier natürlich weiterhin verbunden, was ihr nicht seht, müsst ihr ja auch nicht. Wir gucken hier. Ja, also ich habe viele lustige Sachen. Da stehen Leute mit Mundschutz und Helmchen unter der Dusche. Also das sind wirklich diejenigen, die über andere Aluhüte sich beschweren. Wer also mit Mundschutz und Sichtvisier unter die Dusche geht, hat irgendwas nicht verstanden. Aber egal, so kann man ja auch Star Wars begegnen, wenn ihr versteht, was ich meine. Corona in einer Star Wars Blase könnte man jetzt aber auf den Weg bringen und sagen, hallo, Star Wars ist fast gleich wie die Macht unter Corona und dann die Rebellen, die Corona-Gegner. Ja? Die waren auch ziemlich wenig, ja? Und mittlerweile werden die auch ruppiger. Ja, also was ich da gerade so gelesen habe, was einige Politiker doch sich anhören müssen, das ist schon eine Krawatte. Aber egal, die wird denen gebunden und irgendwann auch zugezogen und dann können sie nach Luft schnappen. Dann wissen sie mal, was Corona bedeutet. So, wir haben hier wirklich einen Angriff auf die Menschlichkeit. Geimpft, nicht geimpft. Du darfst nicht. So, wenn wir dann irgendwann doch den Judenstern bekommen, wo drauf steht, nicht geimpft, dann haben wir es. Dann haben wir es wirklich und ihr habt zugeschaut. Ihr alle, die das dann zulassen, habt zugeschaut. Ihr dann wirklich tatsächlich seid dann die Täter. Die Geimpften sind dann die Täter und die Nicht-Geimpften, aus welchem Grund auch immer, sind die, die ausgegrenzt werden. So. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht mehr ins Kino gehe, nicht mehr in ein Restaurant gehe und mich selbst beköstige, selbst belustige und selbst mein eigenes Kino führe. Kann ich mir vorstellen. Ob es klappt, weiß ich nicht, weil dafür haben wir ja zu viele Gegner. Wir haben zu viele Gegner, die wirr im Kopf sind, weil ich bin geimpft, also bin ich mehr wert wie du. Solche gibt's, leider. Also kriegt ihr wirklich tatsächlich das mit, was vor 75 Jahren unsere Eltern, Großeltern mitmachen mussten. Wir haben also jetzt wieder da Typen an der Macht, die wir an sich verurteilen sollten. Diese sind nicht an der Macht. Das ist totaler Quatsch. Diese Menschen sind nicht an der Macht. Hi. Hi. Was brauchen wir? Ausdrucken? Nein. Ah, Foto, machen wir.